Meine Lieben, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in diesem Vlog nehme ich euch mit. Es wird rund ums Thema Terrasse gehen. Ich habe Möbel bestellt und die werde ich gleich abholen. Wir müssen sehr weit fahren. Ich werde den Liam mitnehmen. Allerdings müssen mir meine Jungs davor erst noch helfen, die Sitze aus dem Auto zu schaffen. Und ich hoffe, dass die Möbel reinpassen, also was ich bestellt habe. Ich werde mich dann noch umziehen, mache jetzt aber erstmal meinen Haushalt. Ich nehme euch mit in diesem Video. Es soll als kleine Inspiration dienen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir tatsächlich sehr schwer getan habe zum Thema Terrasse, denn das Internet ist voll mit Inspirationen, aber ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Vielleicht dient es euch eben auch als kleine Inspiration oder eben als Unterhaltung, dieses Video. Wir werden danach noch zu Rossmann fahren. Ich brauche noch ein paar Sachen und ich wollte noch ein bisschen spazieren gehen in einem richtig schönen Park, habe ich mir fest vorgenommen. Ja, und dazu nehme ich euch mit. Bin gespannt, wie dieses Video dann am Ende wird, aber ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Da ist ja der Einkauf. So sieht's aus. Aber ich kann euch das jetzt oben im Detail auch gern nochmal zeigen. Bin mal gespannt, wie es aussieht auf jeden Fall, wenn ich es aufbaue. Beziehungsweise wenn es der Max aufbaut. Sind wir mal ehrlich, ne? Max veräppelt die Mama schon wieder. Ja, wir haben uns dazu entschieden, die Einzelteile hochzutragen, weil die sind einfach so schwer. Außerdem kommt er dann hier gar nicht rum. Oh, der Max hilft fleißig, der Liam natürlich auch. So, schade, dass man nicht einfach so machen kann, ne? Wie bitte? Nein, die ist nicht gebrochen. So wahnsinnig. Gottes Willen. Und hier sind die Sachen, die eben auch neu eingezogen sind. Ich habe sie einfach nur mal provisorisch hier hingestellt, weil ich mal schauen wollte, wie das aussieht. Ich muss euch das mal bei schönem Wetter zeigen. Ja, und den Stuhl hier, den wollte ich auch noch aufbauen, aber ich bin mir so ein bisschen unsicher. Deswegen nicht wundern, da ist noch die Folie. Und ich gehe mal rein, sonst werde ich ganz nass. Ach ja, und hier, das wollte ich euch ja eigentlich auch noch zeigen. Ha, hier meine schöne Hortensie habe ich wieder gerettet. Die hat komplett die Flügel hängen gelassen, aber ich habe sie, wie gesagt, wieder gerettet. Das ist neu eingezogen, dieses Regal, nennen wir es Regal. Dann dieses Teilchen hier, fand ich auch total schön. Habe ich eben auch neu gekauft. 15 Euro habe ich dafür bezahlt. Und das Teil ist auch neu eingezogen. Habe ich aber jetzt alles nur ganz provisorisch hier hingestellt. Und wollte einfach mal schauen, wie das so wirkt. Muss ich alles noch sauber machen, die Terrasse. Oh mein Gott, da war aber der Teppich gelegen, deswegen. Und die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Ne? Die sind hier immer entlang geflogen und haben das ganze Moos hier verteilt. Naja, egal. So, ich gehe rein. Mir ist kalt. Brrr. Hilfe. Schön wieder Sauerei hat sie gemacht, die Mama, ne? Bella, möchtest du rein? Bella? Bella, möchtest du vielleicht rein? Okay, na dann komm. Macht mir alle Sauerei. Aber dafür habe ich ja meinen Wischer. Wo ist er? Ah, da hinten. Ich hol den mal. Ich muss den Boden eh hier sauber machen. Oh mein Gott, ich habe gerade gekocht. Da denkst du dir nach 20 Minuten, oh mein Gott, ist hier eine Bombe. Irgendwie explodiert nach dem Putzen. So, jetzt aber. Bist du hier mit deinem Fahrrädchen hier? Mama muss hier sauber machen, ne? Ta-ta-ta-ta! Ich habe es geschafft. Die Mitarbeiter haben mir allerdings sehr geholfen, waren auch super nett. Ich zeige euch dann ja alles, wenn es aufgebaut ist. Und gehe ich erstmal hoch. Bin aber mega happy, dass es jetzt alles so gut geklappt hat. Also, bis gleich. So, hier sind meine neuen Vasen. Die werde ich jetzt mal schön bestücken. Ich habe Blümchen gekauft. Rosen. Jetzt schauen wir mal, was ich hier rauszaubern werde. Ich bin ja jetzt nicht so der Pro. Mal schauen. Ich bin fast fertig. Ich überlege nur gerade, ob ich diese beiden
hier noch hier mit reinstelle. Ja, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall werde ich die jetzt im Haus verteilen. Nicht wundern, ich habe gerade die Arbeitsplatte abgewischt. Ich finde so die Kombi total schön. Vor allen Dingen liebe ich meine neuen Vasen. Diese hier, die habe ich ja bei Depot gekauft. Hatte ich euch auch ein Haul dazu abgedreht. Ist auch richtig, richtig schön. Habe ich in verschiedenen Größen. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die noch ergattern könnt. Und diese hier, die ist von Räder. Die ist hier übrigens ja so ganz interessant verarbeitet. Vor allen Dingen total edel. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig einfangen kann. Und die ist auch wunderschön. Die Marke, weiß ich nicht. Wartet. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Ich kann das jetzt nicht entziffern. Jedenfalls habe ich bei Biorausch einen Rabattcode für euch erhalten. Über 20%. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Keine Sorge, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Ich gebe den Code einfach sehr, sehr gerne an euch weiter. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Ich schreibe euch dazu alles unten in die Infobox. Ich werde hier echt nicht mehr drüber fertig, was für schöne Sachen die haben. Ne? Schaut mal bitte, wie süß. Total goldig. Ja, wenn man nur ein DM zu Hause hat, ne? Dann eskaliert's. Ich kauf ja nichts, ich schaue nur. Naja, ein bisschen was kaufe ich schon. Aber die haben echt schöne Sachen. Wahnsinn. Hier zum Basteln. Haben die das bei DM auch? Nee, ne? Ich noch nie gesehen bei DM sowas. Richtig schön. Möchtest du deinen BMW sauber machen? Ja. Okay. Und, ist er sauber? Schaut mal, das ist für die Fingernägel. Also für unter die Fingernägel. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Cool. Genau, dann macht man sich die Fingernägel sauber, Liam. Dich müssten wir mal sauber machen. Schau mal, wie du aussiehst. So, wir gehen mal weiter. Oh mein Gott, ich liebe es hier. Die haben hier so schöne Sachen. Oh mein Gott. Revolution. Die Marke gibt es ja nicht bei DM. Deswegen bin ich jetzt hier gerade am Schauen. Richtig schön sieht der Aufsteller aus. Mega cool. Jo, dann würde ich sagen, gucke ich hier noch eine Runde. Ein Handy? Wo ist das Handy, Lea? Da. Wo, hier? Das ist kein Handy, Schatz. Damit schwingt man sich. Das ist kein Handy, Schatz. Das ist kein Handy. Komm, wir räumen es wieder auf. Wir räumen es wieder auf. Damit schminkt man sich, gell? Also, wir haben jetzt schon Micellenwasser, Reinigungstücher und Eiswürfel machen im Sandkasten. Haben wir schon aufgemacht. Schande über mein Haupt. Und das wollte ich auch mal hier ausprobieren. So, weiter geht's. Wir brauchen Windeln. Joghurt. Und Joghurt. Genau. Joghurt. Kleine. Einen kleinen, genau. Da gibt's sogar Peppa Pig. Was? Was denn? Auto. Das da? Hast du das anschauen? Das. Das Feuerwehrauto, ne? Feuerwehrmann Sam, lässt grüßen. Die haben echt schöne Sachen hier, ne? Schaff mal. Also bei DM gibt es kein Spielzeug, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Zumindest nicht in unserem DM. Wir haben aber jetzt einen großen DM. Wow. Hier ist auch noch Feuerwehrmann Sam, Liam. Schau mal. Hm? Liam wird gar nicht mehr drüber fertig hier. Genauso wie seine Mutter. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Ich werde es da lassen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch gut gefällt für die Terrasse. Kostet 3,99 €. Ja, habe ich von da oben noch im letzten Moment entdeckt und für euch gefilmt. So, ich guck mal weiter. Ich habe mich für diese Teile hier entschieden, für die Terrasse. Die finde ich total schön. Kann man auf den Tisch stellen. Der Liam wird gerne da hochklettern, aber das wird ein bisschen schwer. Der ist riesig.
mega schön hier wirklich. Das ist so eine Ruhe. Das sind lauter so Gänge, wie so ein Labyrinth gefühlt. Richtig schön. Freunde der Nacht, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, dass meine Stühle, die ich bestellt habe, seit 3 Wochen darauf warte, storniert wurden. Also meine komplette Bestellung wurde gecancelt. Diese Stühle habe ich eben für die Terrasse so ausgerichtet. Ich habe mir das so zusammengestellt, dass es dann eben alles zusammenpasst. Habe mich total drauf gefreut und plötzlich bekomme ich diese Nachricht. Jetzt habe ich heute Morgen mit gefühlt halb Deutschland telefoniert, mit verschiedenen Filialen, also übertrieben gesprochen jetzt. Ich glaube, es waren 6. Und jetzt bin ich fündig geworden. Ich habe eine halbe Weltreise hinter mir und endlich habe ich meine Stühle, ja, auf die ich jetzt so lange gewartet habe. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich das Video jetzt eben in anderer Montur weiterfilme. Ich konnte dieses Video nicht beenden, was die Terrasse betrifft, weil diese Stühle gefehlt haben. So, wir fahren jetzt wieder nach Hause, der Liam und ich. Wir haben hier einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, haben uns was zu trinken geholt und ich eine Apfeltasche. Und jetzt geht's nach Hause. Und dann bauen wir die Stühle auf. Die Sonne scheint. Ich hoffe, dass das jetzt gut aussieht, dass es vielleicht doch eine kleine Inspiration für euch ist. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie gefunden habe. Hier mit meinem Panzerauto. Also, wir sehen uns zu Hause. So, ich habe jetzt noch ein bisschen was eingekauft bei unserem Lieblingsitaliener. Diese Kekse hier, die liebt der Max vom Mulino Bianco. Die sind aber auch wirklich richtig lecker. Suchtgefahr. Dann habe ich noch Nudeln gekauft. Die Vella ist ja eigentlich meine liebste Marke. Aber ja, ich habe mich dann dafür entschieden, weil die hatten nicht so viele Sorten. Die hatten tatsächlich nur diese Penette. Dann habe ich noch die frischen Nudeln hier gekauft. Die wird es dann geben. Das hier musste auch mit. Die lieben auch meine Kinder, so wie Ringos. Also jeder hat hier, ne, so seinen eigenen Geschmack und deshalb für jeden eine Packung. Und dann habe ich noch Scamorza mitgenommen. Scamorza affumicata. So, jetzt habe ich es. Sprachfehler hier. Und einmal Tonno. So, das verräume ich jetzt alles. Guten Morgen, meine Lieben. Ich entschuldige mich schon mal für meine Stimme. Die verabschiedet sich so langsam. Es hat in den letzten Tagen ununterbrochen geregnet. Ich glaube, mich hat es ein bisschen erwischt. Deshalb konnte ich hier dieses Video auch nicht fortsetzen und euch nichts von der Terrasse zeigen, denn ja, wenn es regnet, braucht man sich nicht hier draußen aufzuhalten. Aber jetzt nutze ich kurz die Zeit, die Sonne scheint. Und zwar ist das das Schätzchen, das ich euch gezeigt habe, hat ja Gott sei Dank in mein Auto gepasst. Finde ich total schön, hat aber noch nicht den richtigen Platz gefunden. Dieses Schätzchen hier habe ich im dänischen Bettenlager gekauft. Finde ich super hochwertig, hat so eine Betonoptik, ist riesig und ultra schwer. Werde ich dann noch bepflanzen. Finde ich passt sehr, sehr gut hierher. Dann habe ich noch dieses Schätzchen hier gekauft. Das ist wie so eine Art Rollwagen, sage ich jetzt mal so. Dann müssen wir nicht 20.000 Mal rein und raus laufen, wenn wir hier draußen essen. Das werde ich allerdings noch schwarz besprühen, damit es dann eben besser dazu passt. Diese Möbel hatte ich auch noch an einem anderen Tag gekauft und geholt, hatte ich euch gar nicht mitgenommen, denn wie gesagt, es hat ununterbrochen geregnet und ja, da macht das Filmen auch nicht so viel Spaß. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt hier. Das ist nämlich auch hier in so einer Holzoptik und das muss ich vorher noch imprägnieren, dass da nichts passiert. Da gibt es dann 2 große Stühle noch dazu, die Kissen. Hier habe ich jetzt ein bisschen was hingestellt, aber ich bin noch nicht fertig. Hier sind noch die Kissen und dieses Teilchen hier, das kommt dann über den Esstisch.
der da vorne steht. Und dann kann man das abends richtig schön anmachen, damit es schön gemütlich wird. Ich kann euch gern nochmal hier das zeigen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt von der Organisation, wie ich was hinstelle, noch nicht fertig. Ich habe das hier auch komplett abgedeckt. Die Stühle finde ich ja total schön. Bin ich ultra weit gefahren. Hier könnt ihr euch ja gerne mal einen Screenshot machen, falls ihr euch auch so gut gefallen wie mir. Ich zeige sie euch gern nochmal. Ich finde die so schön. Dazu habe ich dann auch noch die passenden Sitzkissen gezeigt. Ja, und wenn ich dann alles fertig habe, kann ich es euch gerne nochmal abfilmen. Hier ist noch mein Wischer, weil ich jetzt, wie gesagt, dabei bin, alles schön zu machen, damit wir hier draußen die schönen Sonnenstrahlen genießen können. Hier noch den Tisch abwischen. Hier habe ich mir schon mal ein bisschen was hingestellt. Werde ich dann aber noch schön dekorieren. Hat euch versprochen, dass ich euch die Windlichter hier nochmal in einem schönen Licht zeige. Das haben sie auch verdient. Die sind einfach so, so wunderschön und so edel. Kann man natürlich auch auf den Boden stellen. Die ist so hochwertig. Die sind von Räder vom Online-Shop Bio Rausch. Dazu habe ich ja noch den 20% Rabattcode. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Vase habe ich ja bei Depot gekauft. Und diese Schätzchen, das muss ich euch auch unbedingt noch zeigen. Wie schön kann bitte so eine kleine Karaffe sein? Der absolute Wahnsinn. Also was heißt klein? Klein ist sie eigentlich nicht. Die gibt es noch in der Nummer kleiner. Kann man entweder für Milch verwenden oder für Wasser, was auch immer. Oder einfach zur Deko. Wie schön sieht das bitte aus? Die ist auch vom Online-Shop Biorausch. Wunderschön. Und das Tablett habe ich bei Action gekauft. Sind drei Teile. Könnte ich jetzt hier noch rausmachen. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, das Ganze zu dekorieren. Ich mache jetzt hier mal die Plane ab und schaue, wie der Tisch am besten hierher passt. Der Max hat gemeint, ich soll ihn so stehen lassen. Also mir gefällt er so, glaube ich, besser. Ich muss mal schauen. Da hinten ist ja unsere Küche. Ich hatte eigentlich auch noch einen Teppich bestellt. Mal schauen, ob der dann unter den Esstisch passt oder hierher. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie ich das Ganze hier organisiert bekomme. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle mal von euch verabschieden. Wenn das komplett fertig ist hier draußen, dann kann ich euch gerne ein Update online stellen. Dann drehe ich gerne noch ein neues Video. Aber jetzt verabschiedet sich wirklich meine Stimme. Außerdem werde ich das jetzt sowieso nicht innerhalb der nächsten Stunden hinbekommen. Und deshalb, ja, freue ich mich natürlich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielleicht war es ja auch ein bisschen was für euch. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.